One-Tool-Option, vielleicht schon einmal gehört. Und die Frage wird mir zum Beispiel auf Instagram häufig gestellt, Reini, was wäre das eine Messer, wenn du nur ein einziges Messer mit raus in die Natur zum Überleben nehmen dürftest, wenn du ein I never come home back hättest, welches Messer wäre das? Und ich möchte mit dir über das Kramer 200 sprechen, also 20 cm, und über One-Tool-Option. Und wenn dir das interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rostmann vom Survival Shop im Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. One Tool Option. Ich habe es eh schon beschrieben, du darfst nur ein einziges Messer mitnehmen. Eine einzige Sache. Und die Frage wird mir häufig gestellt, besonders auf Instagram. Gebe da unten den Link, schau vorbei, da kannst du mir direkt Fragen stellen. Eine schwere Sache, eine schwere Frage. Und ich meine, dass das natürlich nur ein Gedankenexperiment ist, denn wenn ich mich wirklich, wahrlich in die Wildnis zurückziehen wollte, müsste, sollte, dann wäre das sowieso in Mitteleuropa, hier in Österreich, wo ich lebe, nicht wirklich möglich. Aber wenn das in wirklich eine richtige Wildnis ist, dann würde ich nicht nur ein Messer mitnehmen, ganz einfach. Aber wenn ich das nur dürfte, wegen diesem I never come home back, von dem ich alles hier in unseren Breiten überhaupt nichts halte, aber das machen wir mal in einem eigenen Video. Wenn ich ein kleines Messer habe, zum Beispiel ist das Kramer, das ist auch ein sehr, sehr nettes Messer, ein kleines Minimesser. Oder wenn ich sogar nur ein Taschenmesser habe oder ein Mora oder Victorinox, solche kleinen Messer sind cool, weil ich kann sie immer mitnehmen. Während ich das Kramer in welcher Form auch immer wahrscheinlich nicht immer mit habe. Und das ist ihr Vorteil. Das heißt, sie können immer am Mann und an der Frau sein. Und das ist der klare Vorteil. Da habe ich schon ein Video gemacht, was ist EDC? Die Wahrheit über EDC, schaut euch das an. So. Aber das Problem ist, ich kann viele Dinge mit diesem Messer hier nicht tun, die mir ein großes Messer bietet. Wie zum Beispiel mein geliebtes Skrammer, das große Skrammer. Haben mich schon viele gefragt, ich würde das hier zum Beispiel, ich würde das auf jeden Fall mitnehmen. Also wenn ihr nur ein einziges Messer, wirklich nur eines, nicht ein kleines und ein großes, sondern nur eines, zum Beispiel bei meinem Survival Extreme Training, ja, dann sage ich, das ist es. Das ist es. Ich kann mit dem nämlich alles tun. Aber zu dem Zeitpunkt gab es das andere Skrammer noch nicht, nämlich das etwas kleinere, das hier. Das ist das 20er. Da habe ich leider keine Scheide dazu, oder Scheide schon, aber die Hülle nicht. Die gibt es nämlich leider dafür nicht, ja, nur für das Große. Die gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Es gibt nur mehr diese komischen Lederscheiden und die kann ich nicht leiden. Bei diesem Messer hier. Daher habe ich jetzt zum Beispiel hier bei diesem Rucksack, den ich auch einmal vorstellen werde, den Steinkauz-Rucksack, der ist echt super, den haben wir den ganzen Sommer schon im Einsatz, so ein richtiger schöner Bushcraft-Rucksack, den gebe ich das Teil auf der Seite hierher, ja, und habe es dann da drin, kann man dann auch noch fixieren, wenn man das will, aber das soll jetzt nicht der Punkt sein, und habe das immer bei mir. Wenn ich nämlich so ein I never come home back up oder draußen so auf aller alone mit nur 10 Gegenständen maximale Zeit draußen verbringen muss, dann habe ich das sowieso immer dabei. Und das hier ist eine coole Sache, weil, weißt du, das ganz große, Entschuldigung, es riecht da, es kommt jetzt so ein Windhauch, es riecht nach irgendeinem Kadaver, da muss ich dann nachschauen gehen, folg mir auf Instagram, dann erzähle ich dir die Geschichte, ich werde dann nachschauen, dann kommt da rauf, zieht es rauf, das riecht, oder sind das Schwammerl, das sind sicher keine Schwammerl. Wie wenn irgendwo ein totes Tier liegen würde. Da schaue ich nach, folge mir auf Instagram, dann filme ich das ab und kannst du das anschauen, was dabei rauskommen ist. Aber egal. So. Das hier ist zum Arbeiten echt fett, aber es hat halt auch diesen langen Griff, extra langen Griff. Und die Frage ist, braucht man das unbedingt? Das normale Skrammer, das erste Skrammer, ist verhältnismäßig groß, hat schöne Wucht, kann man dadurch auch weiter hinten nehmen, kann man noch einmal bis, also das ist wirklich erste Wahl, aber das hat auch was. Es hat noch genug Zug, dass man für den Unterkunftsbau, dass man fürs Betoning, wobei zum Spalten sind die Skrammer ohnehin nicht unbedingt die besten, da ist zum Beispiel das Felniven A1 besser, weil es einfach breiter ist, aber kann man alles tun damit. Noch immer ausreichend, aber ist kompakter. Es ist einfach kompakter und das hat schon was. Also meine One-Tool-Option wäre entweder das große Skrammer, wenn es mal wurscht ist vom Gewicht her, oder eben das hier. Ja, wirklich jetzt. Ja. Warum? Ein großes Messer kann ich zum Hauen und zum Spalten und zum Hacken verwenden. Ich kann auch zum Brechen verwenden, also wenn du jetzt wo reinhackst, ich kann es auf die Seite drücken und damit schön arbeiten. Ich kann aber auch feine Dinge damit tun. Ja? Also es geht jetzt mit ein bisschen Übung. Früher habe ich gesagt,
Große Messer sind behäbig, also wenn du mich zum Beispiel 2011 bei einem Video hörst, das ist schon ein paar Tage her, ne? Dann würde ich sagen, naja, mit großen Messern, ja, weil ich damit auch noch nicht so gut umgehen konnte, wie jetzt. Das ist alles nur eine Übungssache, ja? Nach dem Motto, use it or lose it, ja, also entweder verwendest du es immer wieder oder du wirst es nicht verlieren. Deswegen sage ich auch, Survival Training ist so eine wichtige Sache. Mit diesem Scramma 200 zum Beispiel, da kann ich all die feinen, schönen, coolen Arbeiten machen, hat ja auch zwei Klingenbereiche. Jetzt kannst du sagen, okay, das Scramma, aber das große Scramma, mit dem kannst du das nicht machen. Mit dem großen Scramma kann ich das genauso machen und das ist ja auch der große Vorteil. Daher, ich liebe diese Messer, ist hier nach vorgezogen, das heißt, ich kann da schön aufsetzen und kann auch immer schnitzen. Du kannst Federsticks machen. Natürlich, ich gebe es zu, ein kleines Mora ist noch besser zum Schnitzen. Dafür kann ich aber nicht alles tun. Wenn ich nur eine einzige Möglichkeit habe, hier heraus in der Natur, dann wäre das eins von den Messern. Da stellen mir andere Leute die Frage, naja, was ist, wenn es nicht nur Natur ist, wenn du nicht nur schnitzen und Holz bearbeiten und irgendwelche Tiere aufbrechen musst, ja? Was wär's dann? Dann könntest du ja auch, da ist doch ein kleines Messer sinnvoller. Ja, also im Normalen, ich weiß nicht, das sind dann immer so Fragen so in Richtung Bugout, also Flucht in einem Krisen- oder Katastrophenfall. Da ist die Frage, was will ich eigentlich tun, gell? Was will ich tun und welches Statement gebe ich ab, wenn ich mit so einem Messer in der Stadt herumlaufe? Ja? Also da würde ich ernsthaft drüber nachdenken, nämlich auch das Statement dahingehend, manche reden da von irgendwelchen Aufruhr oder sonst was und ich gehe mit dem hier herum. Man darf ja nicht immer so Hollywood-mäßig denken, dass alles zusammenbricht, alles und die Zombies draußen herumlaufen. Also bitte, ja, da ist das hier nicht die richtige Wahl, meiner Meinung nach. Also wenn es darum geht, so für ein Bug-Out-Bag, wo ich nicht in der Natur bin, da nehme ich mir ein Multitool, da nehme ich mir ein Victorinox, da ist das hier ein bisschen so eine Sache. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn man so auf Mad Max steht, ich könnte damit ja aufbrechen. Alle durch den Virus, durch den Coronavirus 3.0 mutiert sowieso irgendwas, ja, müssen alle sterben, außer ich. Ich nicht, weil ich bin irgendwie immun, weil ich so cool bin. Und dann gehe ich in die Stadt dort, alle sind leider gestorben, tut mir leid, ja. Aber ich möchte da rein und die Vorräte rausholen, so wie in den Computerspielen, gell. Und so wie in diesen Filmen, da wo dieser Will Smith gespielt hat. Und da muss ich alles aufbrechen, darf ich noch nicht von den Zombies erwischen lassen, den ich dann gleich damit den Kopf abhacken kann. Aber das funktioniert eh nicht, aber egal, möchte ich aufbrechen. Dann nehme ich ein Brecheisen, Alter, wie man in Österreich sagen würde. Das hier ist ein Waldmesser. Das ist ein Waldmesser, das ist für Outdoor gemacht, das ist ein Waldmesser, das oder das hier. Das ist nichts für den urbanen Bereich. Wir dürfen niemals vermischen, was ist da, wenn mich jemand fragt, ich möchte da, was ist das Beste, dann frage ich immer, was willst du tun? Was ist, worum geht's? One Tool Option im Wald, that's meine Antwort sozusagen. Bist du in der Stadt unterwegs? Dann ist es auch lieb, aber da nehme ich was anderes. Dann nehme ich ein kleines Messer oder Brecheisen, um auf das Szenario zurückzukommen. Und wenn ich tatsächlich auf der Flucht sein sollte, stelle ich mir nur die Frage, wovor? Ja, wenn ich jetzt vor der Lava flüchte, dann werde ich wahrscheinlich gar kein Messer brauchen. Wenn ich flüchte, weil das Erdbeben das Haus zusammengehauen hat, dann werde ich auch nicht das Scramma brauchen oder vielleicht doch, aber ich weiß nicht. Aber so ein kleines, normales Messer, ein Multitool, ja, mit einer Zange und mit einer Feile und mit einer Säge, das wäre da meine Wahl. Ja, das wäre meine Wahl. Vermischen wir diese Dinge nicht. Survival ist so groß, wenn ich das Wort Survival sage, versteht jeder was anderes darunter. Ordnen wir das. Das heißt, wenn du mir Fragen stellst, das bitte auch in die Richtung zu tun. Überleben im Wald, überleben in der Krise, überleben auf der Flucht, ich flüchte vor Zombies. Ja, oder vor der herankommenden Lava. Ist ganz ein großer Unterschied. Wie weit muss ich flüchten? Und warum sollte ich mich eigentlich im Wald verstecken? Und solche Dinge. Also, das ist alles sehr weit hergeholt. Lange Rede, kurzer Sinn. One Tool Option. Ich möchte mit einem Tool maximale Dinge tun können. Das ist die Idee dahinter. Und wenn ich im Wald bin, dann kannst du mir glauben, das Wichtigste ist, dass du Holz verarbeiten kannst. In großen Mengen. Und da ist das hier mit dieser großen Schneide einfach eine super Lösung. Und weil mich auch viele gefragt haben, ist dieses Messer es wert zu kaufen? Ja! Wenn du es schier findest, finde ich das extrem hässlich, das Teil, dann ist das okay. Aber zum Arbeiten ist es einfach urfett. Es gibt auch die kleine Version. Ich habe auch die mit dem Gummigriff. Das ist auch okay, aber da hat meiner Meinung nach die Klingenform gar nicht so den Vorteil, aber kann man haben. Aber das hier ist einfach ein geniales Tool. Ich kriege dafür nichts, möchte ich auch gleich dazu sagen. Es ist keine Werbung.
sondern ich finde die einfach genial, diese Messer. Das war's. Schreib mal du, was ist deine One-Tool-Option für den Wald? Wir reden jetzt hier nur über den Wald. Was hältst du von dem Skrammer? Hast du das Skrammer, das mittlere Skrammer, also das Skrammer 200 selbst im Einsatz? Und erzähl mir da ein bisschen was dazu. Link findest du natürlich unten auf unaussprechlichen finnischen Hersteller, weil mich da auch immer wieder Leute fragen. Video zum Steinkauz-Rucksack, weil da wird auch Fragen kommen. Das kommt noch extra, ist eine super Sache auf jeden Fall. Und folg mir auf Instagram, weil Fuchsi und ich, wir werden jetzt auf die Suche gehen nach dem Geruch. Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar schreiben, Abo dalassen, anderes Video. Bis bald, dein René Rossmann und wow, ciao.